Hallo und herzlich willkommen zum Citizen Report. Wir befinden uns im Orbit über Hurston mit einem fantastischen Ausblick. Ah, blende ein bisschen. Lange Geschichte, kurz erklärt. Wir sind ja letztes Mal erfolgreich abgestürzt über Lorville beim Landeversuch im Hangar mit der Terrapin. Man hätte es noch ein bisschen, vielleicht hätte ich noch ein bisschen vorsichtiger sein müssen, aber der ist schon ein bisschen zu, frickelig da. Vor allem, weil man dann auch noch ein bisschen Lag hat, also Server Lag oder wie man das nennen will. Sollen jetzt keine faulen Ausreden sein. Es ist allgemein bekannt, dass auch wo das Schiff dann auf Null stehen soll, wenn man das hingekriegt hat, dass das zu schnell da wieder rausflutscht. Da muss also vielleicht so der Todraum so ein bisschen erweitert werden, dass das Schiff nicht so schnell ausbrechen kann. Da wird ja noch dran gearbeitet. Ich wollte dann, hatte auch schon eine Aufnahme gestartet, wollte einen Auftrag von dem Danieli bekommen, der war natürlich wieder vergeben. Hab dann eine Mercenary Mission angenommen und bin dann mit meiner Hornet im Hangar explodiert. Völlig ohne Schuld. Ich wollte die Maschinen starten und dann auf einmal, weiß ich nicht, auf jeden Fall ist das Schiff explodiert und dann, ja. Deswegen habe ich jetzt erstmal neuen Auftrag angenommen und der Auftrag ist dann übrigens auch, wo ich dann habe ich dann ja neu versucht, neues Schiff zu kriegen und zu starten. Mittlerweile war der Auftrag dann abgelaufen. Ne, dann, wenn man nicht schnell genug ist, dann wird der Auftrag einfach storniert. Ich habe dann jetzt einen anderen Auftrag angenommen hier von Wanted Ernie Thornberry. Das ist hier eine Bounty Mission. Und wenn ich noch länger laber, ist er wahrscheinlich auch wieder weg. Hier, das war die Corchado. Na, das hat irgendwie zu lang gedauert. So, und jetzt haben wir Find in Apprehend Ernie Thornberry. Der soll wohl irgendwie Blödsinn gemacht haben und jetzt eliminiert werden. So, er wird uns da oben auch angezeigt. Schwupp. Und der ist in der Nähe vom Mond Aberdeen gesichtet worden und da müssen wir ihn jetzt finden. Und dann tun wir das nochmal. So, dann können wir uns nämlich auch gleich den Mond Aberdeen eben angucken. Na? Da ist er. Sieht aus wie eine Sonne. Locate Bounty. Das sieht ja auch interessant aus da, ne? Das ist bestimmt so ein Schiffswrack oder sowas. Weil da gibt es ja auch Missionen, ne, wo man dann so Schiffswracks untersuchen muss. Aber ja, so viel Zeit muss sein. Der Bounty kann auch ein Bounty essen in der Zwischenzeit. Oder ein Mars oder ein Mickey. Ja, das ist auf jeden Fall, ist da glaube ich ein Wrack. Wenn ich da nicht reinrassel, bin ich auch ein Wrack. Ey, das ist eine Space Station. Die ist nur noch nicht komplett gerendert, oder was? Ja, du mich auch. Ist das eine kaputte Raumstation? Oder ist sie nicht gerendert? Die ist kaputt. Ja, cool.
Oh 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 oh, ich bin zu schnell, ich bin zu schnell. Ah, hier gibt es bestimmt eine Mission für, dass man sich das hier mal näher angucken soll. Das bringt, glaube ich, nichts, wenn wir hier jetzt... Was fliegt hier denn alles rum? Ah, jede Menge Trümmerteile. Na, cool. Ah, hier gibt es bestimmt eine Mission, irgendwelche Sachen zu suchen. Aber komm her, wir müssen jetzt zu unserem Freund hin. Da ist er. Komme ich denn da jetzt im hin? Ja, direkt anwählen kann ich den nicht. Also der ist auf der anderen Seite, ne? Genau, direkt anwählen kann ich den nicht. Da muss ich mal zu so einem Marker springen. Die sind natürlich jetzt alle obstructed. Nehmen wir mal den. Na, dann dürfte auf der anderen Seite von dem Mond sein. Hier ist noch so ein Schrottplatz. Ah, guck, hier ist wieder ein Schiffswrack. Oder? Da, Locate Bounty. Wie können wir den denn jetzt... 370. Ist da noch ein OM in der Nähe? Was ist das? Fliege ich da wieder nach Hörsten oder wie sieht das aus? Das OM, doch, das ist ein OM. Ja, kann man gerade so sehen. Ist schwer zu. Lesen, weil die Bezeichnung sich da über Decker, überlagern. So, hier muss er irgendwo sein. Ernie, ich komme. 30 Kilometer. Überall Wracks hier. So, dann werden wir Ernie mal eben mit freundlichen Worten überzeugen, dass er vielleicht mit uns kommt. Wir haben ja noch einen Sitzplatz. Aber das hatte ich, glaube ich, bei der Avenger gesagt. Ne? Die Avenger Titan ist ja, mehr eine Transportkiste. Und die Avenger, jetzt komme ich gar nicht drauf, also die Grundversion, die man jetzt auch im Store kaufen kann. Ich weiß nicht, ob sie gerade erhältlich ist, aber die normale Standardversion hat ja diese Gefängniszellen an Bord, wo man dann also, Bounty Hunting heißt ja eigentlich Kopfgeldjäger. Und solche Kameraden dann einfangen und zur Justiz bringen kann. Aber das insofern ist das noch nicht im Spiel drin. Im Moment kann man die, glaube ich, nur abschießen. Avenger Stalker heißt die, glaube ich, ne? Ah, ich glaube wohl. Die bauen. Ah.
Das Blaue ist aus dem Security. Jetzt ist Rot. Hat der da noch irgendwie Kumpels oder was? Drake Buccaneer. Ernie Thorn. Da ist er. Moinsen. Ah, der Beacon da ist ja dann auch verkehrt, aber das ist wahrscheinlich ja nur der. Um den schwirrt er hier wahrscheinlich rum. Drake Buccaneer. Das sollte ja nicht das Problem sein. Ja, jetzt neutralisieren. Das machen wir doch gerne. Also das. Du schießt auf mich, Spitzwohl. Wieso geht die Rakete nicht? Oh. Power, alles drauf. Lock? Ich wollte gar keine Rakete locken. Das wäre auch Verschwendung, die kosten Geld. Und so wie ich das sehe, macht er sich aus dem Staub hier. Ich habe ihn einen Antrieb versemmelt. Na ja, komm her, schick mal eine hin. Stimmt hier nicht. Ach, er schießt zurück. Ist aber gar nicht nett. Der haut ab. Also Antrieb hat er nicht mehr. Dann sieht man, wie er sich da dreht. Aber Schilder hat er noch voll Power. Aber haut trotzdem ab hier noch.
Also es gibt ja so eine Funktion, dass ich mein Schiff automatisch, dass sich mein Schiff automatisch auf die Geschwindigkeit des Feindes einstellt. Das scheint irgendwie nicht zu funktionieren. Und ich mache das dauernd, aber dann... Diese blöden Mission-Marker, da sehe ich auch das Fadenkreuz nicht so richtig. Mann, da kostet ja mehr Munition als... Jo. Geht doch. Ah, wie sieht's aus? Und 5000 Mäuse bekommen. Siehst du wohl? Geht doch. Das ist doch schon mal schön. Ja, würde ich mal sagen. Gucken wir uns Aberdeen mal eben an. Nee, Quatsch. HDMS Norgard, was auch immer das ist, da fliegen wir jetzt mal hin. Interessiert mich jetzt. Na, dann haben wir uns den Mond noch kurz angeguckt. Wir werden wahrscheinlich noch irgendwann da diese Wracks im Orbit, werden wir sicherlich auch nochmal durch eine Mission irgendwie hinkommen. Aber jetzt können wir eben die Zeit noch nutzen. Ein paar Minuten haben wir noch. Mal die Oberfläche von Aberdeen zu sehen. Denn die Monde sind ja alle unterschiedlich. Die jetzt im Spiel sind. Na. Kann ich das nicht scannen hier? Wussten jetzt das, wo wir hin wollten. Hä? Da. Genau. Ah, wahrscheinlich ist er zu weit weg. Wir sind schon wieder verdammt tief. Nicht, dass wir gleich wieder in den Hover-Mode kommen. Boah, ist das hier ein Dunst. Ich glaube, hier war ja noch gar nicht auf Aberdeen. Jetzt funktioniert die Rückwärtskamera. Oh, die ständige Schetter. Mann, war Nebel. Also da raste ich garantiert gleich irgendwo ein. 1600 hoch sind wir aber noch. Wenn da jetzt nicht gerade ein Berg kommt, dann mag das ja wohl klappen. Dann machen wir mal eine perfekte Hover-Mode-Landung.
So, ich denke mal, das können wir ausmachen. Da sind wir ja schon. Und er fliegt wieder rückwärts. Aber wir haben hier auch Landeflächen, sehe ich gerade. Das ist ja auch nice. Ja, ganz ruhig bleiben. So. Bin ich denn jetzt schon? Bin ich nicht. Ups. Was geht das hier los? Also, ausrichten. Jetzt bleibt er auf 0. Aber ich bin doch schon... Bin ich doch. Eigentlich sollte das doch jetzt gehen. Ich muss noch ein bisschen vorwärts. Jetzt bricht er wieder ja. Wisst ihr? Also ich habe kaum den Dings berührt. Ihr guckt dir das an. Schon geht's wieder los. Yeah. Ich mach gar nichts. Ich lande jetzt einfach. Landing complete. Ey. Dann ist doch ein Schattfenster da an dem Weg. So, jetzt will ich aber nochmal hoch. So. Das lass uns ja nun nicht gefallen. Genau, da können wir die auch reparieren und auffüllen. So, ich gehe jetzt auf 0 oder auch nicht. So, er richtet sich jetzt aus. Dann richte ich das Fadenkreuz auch darauf aus. So, jetzt müsste, wenn ich jetzt Space Break loslasse, Ruhe sein. Ist auch. Wenn ich jetzt vorsichtig nach vorne strafe. Ja. Genau, wir haben, ein bisschen zu viel Speed drauf gehabt. So, bin ich jetzt so. Ja, okay. War auch so ein bisschen mein Fehler. Ich war ein bisschen zu wild. Muss noch ein bisschen weniger machen. Bin ich schon wieder so ein bisschen aus der Richtung. So. Ah, Mann, wo ist denn jetzt wieder die Landefläche? Wie wär's jetzt mal mit Autoland? Macht er nicht. Doch, jetzt wohl. Puh! Oh, sieht auch irgendwie cool aus. Hier war ich auch noch nicht. Na komm her, dann machen wir noch eben... Reparieren den ganzen Spaß hier. Repair. Achso, geht gar nicht. Weil ich nichts kaputt habe. Er hat mich ja gar nicht getroffen. Aber hier, Raketen muss ich kaufen. So, dann... Moment. Ich habe das Geräusch nicht gehört. Hat scheinbar, ich musste gar nichts bezahlen, ne? Oder? Ich habe gar nicht darauf geachtet. Wäre so begeistert über die perfekte Landung. Okay, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hatte ein bisschen zu viel Speed drauf. Aber... Ah, okay, das wird wohl eben der entscheidende Fehler gewesen sein. Was ist denn das hier jetzt für eine Station? Ich ärgere mich jetzt ja schon wieder, dass ich kein Schiff zum mit Schlafkabine dabei habe.
Da ist was los. Ja, so eine gesunde gelbe Luft. Ne? Über diese Bohranlagen oder was das sind. Ja, Rayari Storage. Ach, da kann man jetzt wieder Sachen kaufen und verkaufen, glaube ich. Da ist Mining Control, wo man jetzt ja im Moment noch nichts machen kann. Da guck hier, Solarzellenanlage. Hier kann man noch bestimmt. Ne, da hinten kann man Schiffe spawnen. Den gehe ich mal von aus. Was ist das hier? Habitation. Kann man da vielleicht übernachten? Das wäre doch cool, wenn das endlich gehen würde. Naja, geh nicht. Das wäre cool, wenn das gehen würde. Schade eigentlich. Aber nichtsdestotrotz, wir machen hier jetzt mal Päuschen. Ja, wir sind bei 27 Minuten. Ich wollte ja so für Star Citizen so, je nachdem, 30, 35 Minuten Folgen machen, aber auch dann, wenn es Missionen länger dauern, dann auch gerne mal länger. Haben wir ja schon 50 Minuten gehabt, glaube ich mal. Und ja, wenn so eine Mission aber jetzt erstmal beendet ist und wir so ungefähr am Limit sind, dann machen wir hier jetzt mal einen Break. Und ich muss mal gucken, ob ich hier gleich noch eine Aufnahme hinterher mache, dass ich dann direkt hier wieder weitermachen kann. Ansonsten fliege ich hier wieder her und dann machen wir an dieser Stelle weiter. Okay, dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.